Länderbeschluss zu den Corona-Einschränkungen heißt es wörtlich, Zitat, danach bleiben die Schulen grundsätzlich geschlossen bzw. die Präsenzpflicht ausgesetzt. In Kindertagesstätten wird analog verfahren. Grundsätzlich heißt, eigentlich sind sie zu, aber es gibt ja noch sowas wie die Notbetreuung. Und offensichtlich haben ganz schön viele Leute Not, denn in manchen Kitas sieht es so aus, als ob sie wieder Normal- und Vollbetrieb hätten. So viele Kinder sind da drin. Unsere MOMA-Reporterin Jacqueline Dreihaupt hat sich eine Kita in Frankfurt angeschaut, ausgesucht, besucht, um mal zu sehen, wie ist das so. Auf der einen Seite diese ganz bewusste Hinwendung zu den Kindern, auf der anderen Seite die Sorge vor dem Virus. Frankfurt am Main am frühen Morgen. Ich besuche die Krabbelstube Sternschnuppe für Kinder bis 3 Jahre. Hallo, guten Morgen. Mich begrüßt die stellvertretende Leiterin Barbara König. Noch ist es still, keine Kinder da. Die Erzieherin erzählt mir, vor welcher Herausforderung die Kita in diesem Lockdown steht. Also das Konzept sieht vor, dass die Kinder, wenn möglich, von ihren Eltern zu Hause betreut werden sollen. Also der Appell von politischer Seite lautet klar, bitte betreut eure Kinder, wenn irgendwie möglich, zu Hause. Wenn ihr aber keine andere Möglichkeit habt, könnt ihr sie in die Betreuung geben. Da bin ich mal gespannt, wie viele Kinder heute kommen. Guten Morgen, Helena, Olaf, Nora und Ferdi. Komm rein, Ferdi, wir haben heute Besuch, gell? Ein Kind nach dem anderen wird von den Erzieherinnen in die Gruppe gebracht. 17 von 22 sind heute da. Krass, das habe ich nicht erwartet. Was für ein Gewusel in Corona-Zeiten. Es ist doch Lockdown. Bitte? Guck mal, was hier los ist. Ich begleite heute die Regenbogengruppe. Aus Sicherheitsgründen bin ich den ganzen Tag nur in dieser Gruppe, halte Abstand und trage eine FFP2-Maske. Ja. Wollen wir ein bisschen Musik hören? Ja, okay. Liegt's an meiner Maske oder? Ich kann es nicht sagen. Vielleicht die Maske, vielleicht das Mikro. Also ist alles gut. Das wird. Gell? Müsst erst mal ankommen. Gell? Das ist die Jacqueline und das ist die Thomas. Sie haben ja jetzt keine Maske auf, ne? Ja, genau. Im Kontakt mit den Kindern, im pädagogischen Alltag tragen wir keine Masken. Ja, sehr wichtig für die Kleinen einfach ist, dass sie unsere Mimik noch sehen, dass sie unseren Mund sehen, Sprachentwicklung findet statt. So viel Nähe mit den Kindern. Ganz schön riskant, denke ich. Vor allem für Erzieherin Linda Simon. Das Augenmerk drauf hat. Es ist so, dass ich eine schwangere Ehefrau zu Hause habe. Wir erwarten jetzt im August unser erstes Kind und freuen uns da auch eigentlich total drauf. Bei ihr ist es so, dass sie auch Erzieherin ist. Gott sei Dank jetzt zu Hause und hat Arbeitsverbot. Genau. Da bin ich ein bisschen beruhigt, dass sie dann selbst nicht so dem Ganzen ausgesetzt ist. Trotzdem habe ich dann Angst, dass ich vielleicht das Virus mit nach Hause schleppe, wenn ich mich hier irgendwie anstecke. Wir haben ja hier einfach total viele Sozialkontakte, dadurch, dass so viele Kinder da sind. Genau. Versuche mich aber trotzdem auch privat eben dann nicht mit vielen Leuten zu treffen, was ja auch appelliert wurde an uns, dass wir da das alles sehr begrenzen. Aber es ist schon ein bisschen absurd, ne? Also hier so viele Kontakte und privat dann keinen? Ja, das ist total absurd. Also in dieser Zeit kann man es nicht verstehen, ja. Was für eine schwierige Situation für die Erzieherin. Jetzt im zweiten Lockdown ist so viel los, als gäbe es keine Pandemie. 80% Auslastung. Der Appell, die Kinder zu Hause zu lassen, funktioniert nicht. Dennoch machen sie hier den Eltern keinen Vorwurf. Ich verstehe die Eltern. Unsere Eltern sind hauptsächlich alle berufstätig. Andererseits denke ich mir, ja, wo ist der Schutz halt für uns Erzieher dann halt da? Ne? Und dann hätte man sich klarere Aussagen einfach gewünscht von der Politik von ganz oben. Dass man sagt, entweder komplett auf oder komplett zu, aber nicht so ein Wischiwaschi halt. Ne? Weil die Verantwortung wird jetzt auf unsere Erzieher oder auch auf die Eltern übertragen. Piep, 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 wir haben uns alle lieb, einen guten Appetit. Für die Regenbogengruppe heißt es jetzt Essenszeit. Die Kleinen genießen ihre Fischstäbchen mit Kartoffeln und Brokkoli. Es spricht einiges dafür, dass auch Kleinkinder das Virus verbreiten können, so der aktuelle Stand der Forschung. Gerade deswegen frage ich mich, wie sieht es mit der Corona-Impfung für Erzieherinnen aus? In der Impfreihenfolge sind Sie an welcher Position? Dritte. Also wir sind, wenn wir Glück haben, irgendwann dieses Jahr noch dran. Aber ja, das ist tatsächlich auch was uns mehr und mehr ärgert. Wenn man auf Nachrichten schaut, hört man oft von Schulen, wenn überhaupt noch mal von Lehrern. Aber Kitas und Erzieherinnen und Erzieher sind eigentlich kaum nennenswert, so scheint es uns. Ja. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich teilweise auch einfach vergessen werden, untergehen.
Den Eindruck habe ich auch. Ich habe heute miterlebt, wie trotz Pandemie die Kinder umsorgt werden. Und finde es beeindruckend, dass die Erzieherinnen trotz der schwierigen Situation Verständnis für die berufstätigen Eltern haben. Ich frage mich nur, warum die Politik es nicht schafft, für klare Regeln zu sorgen. Und vielleicht auch an eine frühere Impfung für die Erzieherinnen zu denken. Das muss auf jeden Fall auf den Zettel. Dankeschön an unsere MoMA-Reporterin Jacqueline Dreihaupt.